Lassen wir mal die Karagor ihren Job tun. Oh, wo kommst du her? Hat er einfach angeschlichen. Ja, kleiner Halunke. Oh ja, da geht's richtig rund. Da geht's richtig rund. So, ja, was können wir denn da noch machen jetzt? Da unten ist ein Wächter. Den können wir zum Beispiel platt machen. So, da können wir uns auch ein bisschen austoben. Na, halt still. So. Gut, der ist auch weg. Also, Zusatzziel haben wir. Und Hauptziel auch. Wunderbar. 10 aus Stahl. Erfolg. Wunderbar. So, wir haben einen Fähigkeitspunkt erhalten, habe ich gerade gesehen. Da wollten wir jetzt, was wollten wir da jetzt machen? Das? Geisterbrand? Kann ich mir nicht vorstellen. Zerstörung brauchen wir auch nicht unbedingt. Schatten aufsitzen ist ganz cool. Sitze sofort mit einem Schattenangriff auf einen Grauk oder Karagor auf. Das könnte tatsächlich mehr als praktisch sein. So, aber wir haben hier noch einen Auftrag. So, die Diener des dunklen Herrschers hatten ihn erwartet. Sie hatten Pläne geschmiedet und sich vorbereitet. Sie hatten sich mit schweren Rüstungen geschützt. Sie trugen gewaltige Schilde, sie dachten, sie seien bereit. Doch dem war nicht so. Forme die Legende des deutschen Sacharn. Belohnung 500 Miria. Annehmen. Das machen wir. So, eliminiere die Schildträger durch Schleichtötung. Ohne Alarm auszulösen. Ach du meine Güte. Und Angriffe von oben. Dann müssen wir vorher sicher gehen, dass keiner in der Nähe ist, der uns sehen kann. Ich glaube, hier ist bloß der eine, ne? So, da unten ist noch einer. Ich bin bereit für einen ordentlichen Krieg. Was wollt ihr? Okay. Oh, jetzt müssen wir mal gucken. So. Wo ist er denn? Ich hasse es, wie der Hauptmann den Grog rationiert. Nur weil er weiß, wir hätten nicht genug getan. Er befolgt nur die Befehle der Häuptlinge. So. Okay, den haben wir. Dann reißen wir uns unter den Nagel. Hast du das gehört? Da haben wir Unterstützung, wenn es sein muss. Den holen wir uns auch noch. Ich sehe gerade, das ganze Lager strotzt nur so vor Artefakten. Kann das sein? Den Uruk habe ich eh gehasst. Hopp. So. So, dann komm her, Großer. Das hört sich nicht gut an. Den holen wir uns. Nein! Auftrag fehlgeschlagen. Ah, das... Oh nein, er wurde nicht durch einen... Oh Gott! Daran hätte ich nicht gedacht. Verflucht. Ja, ich wollte ihn im Nachgang töten. Nachhinein. Aber das ist nicht erlaubt. So, irgendwo ein Hauptmann noch? Nee, ne? Ja, bloß unser da.
Na gut, dann müssen wir das wohl nochmal machen. Da führt kein Weg drumherum. So. Hier nochmal. Abkürzung. Ja, ja, du brauchst Verstärkung, weil du selbst nicht hinkriegst, du Lappen. Hallo? Also irgendwie klappt das nicht immer so, wie ich mir das vorstelle. Ich möchte doch nur nach oben. Jetzt, endlich. Zack. So, ein bisschen EP muss sein. EP oder XP oder was auch immer. Aua. So, annehmen. Nächster Versuch. Diesmal wissen wir Bescheid, wie es läuft. Warum sind denn hier auf immer Orks? Letztes Mal waren noch hier keine. Das ist ja Mist. Nein, hat er nicht. Ja, komm schon. Was ist los hier? Jetzt. Hier gab es einen Mord. Echt, ja? So, okay, haben wir das. Und zack. Zack. Kopf ab. Na komm, dreh dich mal um, Großer. Dreh dich um, du siehst mich nicht. Dreh dich um. Dreh dich um. Dreh dich um. Nun komm, dreh dich um. Egal. So. Zack, müssen wir es so machen. Unsere Schützen treffen aus so großer Entfernung, dass ihre Opfer tot sind, bevor wir sie überhaupt sehen. Okay. Ja, ja, komm her, komm her, komm her. Nu. Hage doch mal. So, wir könnten mal noch. Ach nee, zu denen hatten wir schon. Ach nee, unbekannt. Ah, okay. So, jetzt. Noruk. Durch Explosion und durch Kampftodesstöße. Na gut, wir sagen Bescheid. Oh, er sieht uns. So. So, komm. Und diesmal wird er nicht gebrandmarkt, sondern von uns ausgeschaltet. Hallo? Kann ich den gar nicht? Ah, jetzt, okay. Hab ich da gerade etwas gehört? Nein, hast du nicht. Es war nur der Wind.
Zack. So, 4 von 5. Bam und bam und bam und zap. Jetzt wollen wir mal sehen, ob wir den letzten umgerotzt kriegen hier. Hallo. Zack. Und tschüss. Gut, 550 XP. Mirian und noch ein paar XP. So, haben wir jetzt hier irgendwo einen Hauptmann? Nee, immer noch bloß unseren. Na, immerhin, dann holen wir uns jetzt ein paar Artefakte, würde ich sagen. So, hier oben müsste eins sein. Jawohl. Pfeifenkrautbeutel. Yeah. Der angenehme Geruch von Pfeifenkraut dringt aus diesem übergroßen Beutel. Sein Besitzer erntete zu gleichen Teilen die Blätter und Blüten der Pfeifenkrautpflanze. Blätter werden üblicherweise getrocknet und in Pfeifen geraucht. Die Blüten werden als starkes Rauschmittel gekaut. Der Beutel selbst scheint aus dem Giftsack einer Ungul gefertigt worden zu sein. Mhm. Ein Ungul-Sack. Guck mal an. So, Erinnerung abspielen. Oh, Jägerromantik. Naja, gut. So, aber es gibt hier noch ein anderes Artefakt. Er hatte die Vorratskammer geplündert und eine ganze Wochenration aufgebraucht. Die Gedanken und Gelüste der Menschen sind ein Geheimnis für mein Volk. So, dann gucken wir mal. Das war das hier finden. So, da ist es schon. Mensch, das ging fix. Unglücklicher Totenkopf. Schon seit 1000 Jahren gilt dieser Schädel als heiliges Relikt des gefürchteten Mordkults der Orks in Mordor. Dem Totenhaupt. Der Kult betrachtet diesen Schädel als Symbol für eine glorreiche Zukunft. Frei von der Plage der Menschheit. Meine Frau. Ja, die Ork haben schon gesagt, dass du ständig von mir brabbelst. Sag uns, was wir wissen wollen. Wo sind die Banditen? Wo sind deine Freunde? Ich muss sie sehen. Ich muss. Ja, deine Frau. Also nochmal. Es ist ja schon länger her. Die körperlichen Schmerzen deiner Folter mögen ja vergehen. Aber es wird für immer in deinem Herzen wehtun. Dieser Verlust ist wie eine eiternde Wunde. Du hast genug Folter ausgehalten. Jetzt ist es an der Zeit, dein Leiden zu beenden. Deine Frau wartet auf dich. Verdammt seist du. Sie sind in den Wäldern. Den versteckten Wäldern. Bring den ja weg. Aber du hast gesagt... Ja, unser Versprechen. Du wirst deine Frau wiedersehen, deine schon lange tote Frau.
Sei dir gewiss, dass du deine Freunde verraten und zum Tode verurteilt hast für eine schwindende Erinnerung, einen nutzlosen Wunsch. Und sei dir auch sicher, dass wenn du wieder mit deinem Weib vereint bist, wir deinen Schädel als Symbol für die Unabwendbarkeit unseres Willens tragen werden. Und jetzt fort mit dir, deine Frau wartet schon. Wie nett. Wie nett. Haltet eure Augen offen! Mordor war der Schauplatz weit tragischerer Schicksale als des unseren. Schicksale derer, die jegliche Hoffnung auf Erlösung aufgegeben haben. Wir... Oh, lass mal ausreden. ...teilen dieses Schicksal nicht. Okay. Oh, schaut mal an, eine Mission. Haha. So, dann mal rüber. Ah, oh, hallo. Hallihallo, hallihallo. Hast du gehört? Da ist noch ein Grabwandler unterwegs. Entschuldigung. Die rote Flut. Er wagte sich weit in das Gebiet des Feindes und fiel am Hafen des Nonomers ein. Die Wasser färbten sich rot vom Blute der Verteidiger. Former die Legende des Schwertes Urfael. Belohnung 500 Meria. Das nehmen wir an. So, dann wollen wir mal sehen. Die Uruk-Wächter am Hafen beseitigen. Richte Schildträger mit einem Nahkampfangriff hin. Okay. So. Die machen erstmal den. Und dann können wir... Ach, schade. Ich dachte, wir können direkt... Schade. So, dann wollen wir mal richtig hier vom Leder ziehen. So. Ach, verdammt. Warum hat er mich gesehen? Ist denn nicht? Nein, ich wollte ihn nicht brandmarken. Verflucht. Das ist eine Verschwendung meines Talents. Ich habe Sätze. So, komm schon, Junge. Okay, die kümmern sich um den oben. In der Zeit... Machen wir den hier. Holen uns ihn hier. Ah, jetzt haben sie uns gesehen. Verdammt. Und den hier. Na, immerhin. Oh, zack. Gut. Mensch, das geht auch voran hier. Kommen wir hoch? Nein. Kommen wir hoch? Ja. So, komm her. Oh, hoppa. Immer mehr. Hey, hallo. Ich sehe nichts. Also irgendwie bin ich ein bisschen kampftechnisch raus, wie es scheint, oder? Täuscht das. So. Gut, Zusatz hier schaffen wir nicht mehr. Aber dafür war es ja so ganz nett. Da drüben, da ist noch eine Rune. Okay, jetzt die Bande da drüben noch und dann haben wir sie alle. Sehen wir ihn? Sehen wir ihn? Nee, irgendwie nicht. Von hier oben vielleicht?
Pass auf. Nein! Geht nicht. Ah, da kommen wir nicht durch. Schade. Schade. Wäre cool gewesen.